Hallo und herzlich willkommen zu RandomCast für 2 Heroes of Stalingrad, die Game of the Year Edition, die ich mir gratis abgestaubt habe. Und zwar sind wir hier im Singleplayer und nicht im Multiplayer. Ich habe gerade eher Bock auf Singleplayer. Und wir können jetzt hier wählen zwischen zwei Kampagnen. Die eine ist allerdings noch nicht freigeschaltet. Was ich sehr cool finde, ist die Axtenmacht-Kampagne. In kaum einem Spiel gibt es die Achsenmächte als Kampagne, was ich sehr schade finde. In Call of Duty nicht. In Company of Heroes gab es allerdings eine deutsche Kampagne, aber erst mit einem Add-on. Und ja, ich glaube, das ist so eines der wenigen Spiele, wo es wirklich so die deutsche Kampagne gibt. Ansonsten sind die Deutschen ja immer so die Bösen gewesen. Weshalb ich sehr gespannt drauf bin. So. Mal schauen, wie ist denn das hier jetzt? Hier sind anscheinend schon ziemlich viele Kapitel frei, weil ich die ganzen Ausbildungen gemacht habe. Okay. Wir fangen aber mit Mission 1 an. Spartanowka. Missionstyp angreifen. Nordrand von Stalingrad. Als ein Rekrut und einfacher Gewehrschütze der 16. Panzerdivision nehmen sie an ihrem ersten Kampf teil, einem Angriff auf diese kleine russische Stadt nördlich des Industriegebiets. Alles klar. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das mal hier auf dem dritthöchsten. Ich denke, das 31. August 1942. Spartanowka. Die Streitkräfte des Vaterlands haben große Fortschritte auf Stalingrad zugemacht. Unser schnelles Vordringen hat die Sowjets überrascht. Ein Vorteil, den wir ausnutzen sollten. Unsere Streitkräfte können die Mauern Stalingrads jetzt durchbrechen, ohne einen Angriff von hinten fürchten zu müssen. Unser Auftrag lautet, das Dorf Spartanowka zu sichern. Der Iwan wird diesen armseligen Haufen Ziegel jedoch nicht kampflos aufgeben. Deshalb müssen wir ihn ihm mit Gewalt abnehmen. Erobern Sie zuerst die Kirche. Nutzen Sie die Gräben als Deckung und achten Sie auf Feindbeschuss von den Fenstern aus. Säubern Sie dann den ersten Häuserblock. Denken Sie daran, die Russen lieben hinterhältige Nahkämpfe, also halten Sie beim Durchsuchen der Räume die Augen offen. Säubern Sie als nächstes den zweiten Häuserblock. Seien Sie auch hier wieder vorsichtig und schützen Sie Ihre Flanken vor Feindbeschuss. Rücken Sie nach Abschluss der anderen drei Missionsziele schließlich zum Rathaus im Osten vor und erobern Sie es. Wir glauben, dass es die am stärksten verteidigte Position ist. Also nutzen Sie jede Deckung, die Sie kriegen können. Das ist eine einfache Mission, aber Sie müssen trotzdem schnell sein. Denken Sie an Ihre Ausbildung. Die Bolschewiken sind zwar schlecht vorbereitet, aber Sie sollten niemals Ihre Opferbereitschaft unterschätzen, wenn es darum geht, deutsches Blut zu vergießen. Viel Glück, Männer! Tja, Sieg heil, würde ich sagen. Huch. Denkt an euren Auftrag! Für den Ruhm! Jo! So, irgendwie ist das also hier ein KI-mäßiger Kampf. Können wir den Panzer hier besetzen oder ist der kaputt? Okay, der ist kaputt. Okay, rennen wir mal vor. Da geht's aber schon los. Dann gehen wir in das Grab hier. Scharfschützen vielleicht? Ne. Oh. Du wurdest getötet. Ah. Oh. Interessant. Oh, die rennen so schnell. Oh, fuck. Okay. Wie ihr seht, na, komm schon. Ihr Feiglinge! Da kommt Verstärkung. Maschinengewehr da drüben! Weit gesichtet! Weit gesichtet! Er ist getroffen! Erstmal nachladen. Scheiße! Maschinengewehr! Oh, fuck. Na komm.
Maschinengewehr da drüben! Oh. Maschinengewehr! Maschinengewehr! Ja, ist ja gut jetzt. MG, MG! Wo ist denn das MG? Ich weiß nicht, wo das sein soll. Da rennen auf jeden Fall viele Russen. MG, Maschinengewehr da drüben! Schön, da, Maschinengewehr! Oh fuck. Da fallen die Kameraden um einen herum. Oh shit. Oh. So, Truppführer, klasse. Ja. Yeah. Das ruckelt. Ich hab einen. Okay, was haben wir hier? Rauchgranate? Rauchgranate brauchen wir nicht so. Achso. Maschinengewehr! Feindgesichtet! Ich seh's! Da! Maschinengewehr! Ist die Granate eigentlich hochgegangen? Jetzt erstmal rein und säubern. Oh shit. Nein! Oh shit. Ja, die verdammte Maschinenpistole nach. Auf. Uff. Das ist ganz schön schwierig. So. Die Chöre haben wir schon mal. Feindgesichtet! Na komm. Muss ich doch erwischen da hinten, das gibt's doch nicht. Da drüben! Da sind die Wehr, da drüben! Scheiße, Schafe! Dein Krieg ist vorbei, Ivan! Ist halt auch geil, wie die Stimme von Soap McTavish hier drin ist. Aus Call of Duty. Vor allem bei den Deutschen. Fuck. Feind getroffen! Ah, ich hab ihn immerhin. Muss nachladen! Mein Opa, der hatte auch mal alte tschechische Gewehre. Die musste er leider abgeben, weil dann halt das neue Waffengesetz kam mit du brauchst einen Waffenschrank für die Dinger. Weil die waren halt scharf, ne? Das waren dann richtig scharfe Waffen ohne defekten Bolzen. Los in Deckung! Und die waren halt schon, also, da war halt eine Patronenattrappe drin, die hätte man auch noch mit originalen 7,62, du willst dich doch verarschen, mit originalen 7,62 Kugeln füttern können. Ich habe deinen Arsch gerettet hier. Okay. Moment. Und die Dinger, ne, die waren ja alle aus Echtholz und sowas. Klar, das ist halt bei so Gewehren. Die sind schon krass schwer und das waren halt auch nur so kleine Gewehre, aber die waren schon echt heftig schwer. Also braucht man schon ein bisschen Kraft, um die Gewehre zu tragen. Und das, was mein Opa da hatte, das waren eigentlich tatsächlich noch sehr leichte Gewehre.
eigentlich sogar für Kindersoldaten gemacht. Ja, das ist auch geil, wie die KI hier handelt. Oh, ich bin Scharfschütze. Wie war das jetzt eigentlich noch hier mit, wie es hier wechseln? War das 6? Ah. Okay, egal. Ist ein recht kleines Visier, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Zweitwaffe. Das ruckelt bei 30 Frames so extrem, ich weiß gar nicht wieso. In der Aufnahme ruckelt es. Oh, shit. Egal, die backen sowieso. Wir brauchen sehr viel mehr Munition, um all die Russen zu erledigen. Ja. Alles klar, Fritz. Okay. Rücken wir weiter vor. Das ist ein Feind, oder? Ja, wenn ich den treffen würde. Feind getroffen! Headshot. Ich renne jetzt rüber. Lade schnell nach. Okay, da ist keiner. Oh. Ah, leg dich doch hin. Wieso konnte ich mich jetzt nicht hinlegen? Ich habe doch die Steuerung verändert. Warum denn schon wieder... Boah, Alter, da gibst du mir gleich den besten. Hinlegen ist doch Y, ja. Komisch. Boah. Ich sollte echt nicht so vorstellen. Oh, MG-Schütze. MG-Schütze habe ich noch gar nicht gespielt. Aufstellen. Nicht möglich. Kann ich das nicht aus dem Stand feuern? Ah, doch, geht. Uff. Ich finde, das Einschüchterungssystem und auch das mit dem Zweibein-Aufstellen haben sie hier viel besser hinbekommen als vergleichsweise in Battlefield. Scheiße. Oh, fuck. Ich muss noch weiter rüber. Oh, komm. Warum backen die so rum? Wo bin ich denn? Wo muss man hin? Ja. Scheiße, 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 scheiße. Oh, komm. Schon wieder nur MG-Schütze. Ich brauche Verstärkung. Erstmal den Graben. Okay. Nein, WhatsApp, jetzt ist gerade schlecht. So, schnell hier ran. Ich nehme einfach mal die Pistole auf die Entfernung. Scharfschütze da! Ivan, auf da ist ein Feind gesichtet! Runter! Verdammt! Sofort runter! Da drüben! Da ist ein Feind gesichtet! Infanterie! Okay. Da! Feind beschossen! Da drüben! Da ist ein Ivan! Einmal in mein ins Bein geschossen. Oh. Wir müssen die Stellung endlich mal einnehmen, Mensch.
Oh, fuck. Auf zu ruckeln. Fraps bringt alles zum Ruckeln. Jetzt auf zu ruckeln. Fuck, von wo? Ah, da drüben. Ich weiß echt nicht, von wo ich hier beschossen werde eigentlich. Oh ja, beste Klasse, Sturmsoldat. Komm. Aber es ruckelt gerade und ich weiß nicht wieso. Einen Moment kurz. So, jetzt. Schon ein Stück weit krass, wie Seth Raps hier. Fuck! Ich hau dich! Fick dich! Alter, wieso kann ich dich töten? Schon scheiße. Aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich noch tot geschlagen. Jetzt bewahrt doch mal Ruhe! Lasst mich doch mal ruhig zielen. Was guckt ihr mich so an? Ich bin doch gar nicht der Teamleader. Na los! So, jetzt haben wir hier einen, um den anderen. Erstmal den Graben. Oh! Alter! Wieder ein Scharfschütze. Wir sind gerade dabei, die Position einzunehmen. Feindbeschuss! Granate raus! Ich muss mich ausruhen! Habe ich gerade einen eigenen erwischt? So, ich geh's in den Kram und... Ah, der ist tot. Na gut. Dann laufen wir mal weiter. Okay, jetzt müssen wir diesen Punkt hier einnehmen. Oh, komm, renn. Renn! Steig rein! Fuck! Wieder Scharfschütze, diesmal auch mit dem Scharfschützenvisier. Oh. Okay. Ach, du wirst mich verarschen. So. Sieht sicher aus. Komm. Oh, der hat den einfach umgehauen. Okay, Pistole vorwärts. Hau ihn! Hau ihn! Nein! Ich brauche hier mal eine ordentliche Waffe. Okay. An die Fresse! Verdammter Bolschewike! Scheiße! Scheiße! Ah, fuck, 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 fuck. Der PPSH. Nein!
We have crushed our enemies. Ah. Ach so. Wir haben 101 Mitglieder verloren, 20 die Feinde getötet. Ja, das ist doch... 5. September 1942. Stalingrad West. Wie das Oberkommando vermutete, ist die russische Armee schlecht auf die massive Wucht der überlegenen deutschen Streitkräfte vorbereitet und zieht sich tiefer in die Stadt zurück. Wir haben die örtlichen Bolschewiken zurückgedrängt. Die sammeln ihre noch verbliebenen Kräfte jetzt in der sogenannten Roten Kaserne. Wir haben Befehl, den letzten Widerstand in diesem Gebiet auszulöschen. Dies wird ein Nachteinsatz, aber da Vollmond ist, werden Sie gut genug sehen können. Beginnen Sie, indem Sie das Lagerhaus sichern. Und säubern Sie unbedingt die Büros im oberen Stock, bevor Sie weiter vorrücken. Eliminieren Sie sämtlichen Widerstand in der Politikschule südlich des Lagerhauses. Das ist ein einstöckiges Gebäude, das keine besonderen Probleme bereiten sollte. Erobern Sie dann das Krankenhaus. Das ist zwar nur eine zweistöckige Ruine, aber dort wird es von Russen nur so wimmeln. Also nutzen Sie jede Deckung, wo immer es geht. Ihr letztes Ziel ist der Verwaltungstrakt südlich des Krankenhauses. Er ist noch fast komplett intakt. Also achten Sie auf seine Fenster. Die Luftwaffe hat dieses Gebiet in Schutt und Asche gelegt. Aber seien Sie trotzdem vorsichtig. So schlecht ausgebildet und ausgerüstet der Ivan auch ist, er ist trotzdem ein raffinierter Gegner, der nichts mehr liebt, als seine rostige Klinge in tapferes deutsches Fleisch zu rammen. Interessant, wie er das R rollt, das kann ich überhaupt nicht. Ich verschluck das immer so halb. So, meine Herren. Geht es denn los? Meine Herren. Konzentration. Ah. In die Ecke gedrängt ist der Ivan am gefährlichsten. Unterschätzt den Feind niemals. Ihr müsst ihn auf schnellstem Weg vernichten. Los, los, los. Erstmal Sperrfeuer. Ich bin mir nicht sicher, ob dein MG hier viel bringt. Haben wir noch nicht das 42er? Alter. Elite-Gewehrschütze. Nennen wir das. Ja, ausgeschrien, alles klar. Das ist schön. Okay, weiter, weiter, weiter. Ihre Etage. Ich finde es schon krass, wie realistisch das hier eigentlich schon rüberkommt, ne? Ah! Was hat der für eine Waffe? Pff, irrelevant. Ah, so ein Gewehr auf Entfernung ist schon nicht schlecht. Kommt. Nehmen wir ein kleines bisschen. Ich glaube, es gibt hier aber auch keine Frauen. Warum treffe ich den nicht? Jetzt bist du ein bisschen runtergesprungen. Ah, Gott. Elite-Gewehrschütze wieder.
Das ist wohl die Politikschule. Oh fuck, oh fuck. Wo kommt das denn? Komm mal, Granate rein. Das Gewehr ist von Walter? Das wundert mich jetzt gerade. Scheiße. Dann lädt man das von oben. Man kann doch einfach das Magazin wechseln. Okay. Rein hier. Ein bisschen boxen. Was steht denn hier so? Okay. Ah, Genosse Stalin. Was steht hier? Wodka Perischnikat, okay. DP-21er. Boah, man kann echt durch Wände schießen, krass. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, den habe ich erwischt. Scheiße. Gib doch mal Feuerunterstützung. Fuck. Wie viele sind das bitte? Ich habe keine Muni mehr. Okay. Verdammt, keine Munition mehr. Das ist DP-21. Ah, ich wollte nicht den Revolver. Hallo? Sturmtrupp. Okay. Ah, hier steht sie angreifen. Komm, ab ins Haus. Okay, Krankenhaus. Ich muss eine Pause machen. Okay, langsam voran, ich will hier nicht sterben. Oh. Okay. Als nächstes das Gebäude da vorne. Komm, komm. Dass wir irgendein Gliedmaße gerade weggefetzt. Na, ah, werft mich doch hier nicht mit im Gebiet rein. Ah, cool. Einfach alles mitnehmen. Schnauze. Shit.
Schnauze. Runter, runter! Feindbeschuss! Oh, Scheiße. In Deckung! Nimm das, du Ratte! Feindbeschuss! Feindbeschuss! Okay. Stirb, du Bastard! Die Sprüche sind hier schon echt heftig eigentlich. Wo ist denn hier der Angriff? Ah. Oh fuck. Ich dachte gerade. Komm. Alter, wie der da reinschießt mit seiner Pistole. So, ich habe Erich erfolgreich versorgt. So, die MG-Schütze fertig. Da kommt gleich einer durch die Tür. Die mochten schon ihren Genossen Stalin, kann das sein? Verdammter Bolschewik! Wow. Okay. Da werf ich eine Granate rein. Okay, jetzt. Victory! Ja. We'll all get iron crosses for this. Nun gut, das waren die ersten zwei Missionen, der erste Abschnitt. Wir sehen uns dann wieder beim zweiten Abschnitt. Bis dann, Leute, viel Spaß!